So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance letztes Mal wollten wir eigentlich den Beast Run starten, sind dann aber irgendwie beim Matter Run gelandet, weil ich ständig die Items genommen habe, die ich nicht nehmen wollte. Also die Itemräume. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt vielleicht auch mal so, dass wir nicht in den Itemraum reingehen und dran denken, dass das, ja... Hat übrigens trotzdem leider nicht geklappt, weil ich halt so schlecht spiele. Also war tatsächlich diesmal komplett... Ich habe einfach am Schluss dann diesen einen Schlangenboss da, den man mit den Bomben besiegen muss. Da habe ich einfach komplett reingekackt. Kann man leider nicht anders sagen. Oh boy! Ich hasse Spinnen. Ich hasse vor allem Gegner, die immer mehr Spinnen generieren, wo ich nicht rankomme. So, jetzt mal ganz schnell hier, zack, und dann Verwandlung. Weil dann gibt es hier ordentlich auf die Mütze in dem Raum. Ihr Mistviecher. Und du generierst schon... Du generierst schon wieder das nächste Drecksvieh. Oh mein Gott. So, aber die Räume können wir mitnehmen am Anfang. Warum kommt da nur ein Herz raus? Warum kommen da nicht zwei raus, Mann? Manchmal könnte auch zwei rauskommen. Frech. So, jetzt muss ich da ganz vorsichtig reinlaufen. Okay, aber immerhin gut. Gut. So kann man das auch machen. War zwar blöd, aber was soll's. Ach ja, meine Güte. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Also der Anfang mit Eve, es ist jedes Mal ein Spaß. Wenn ich den Raum schon sehe, habe ich schon wieder keine Lust. Nee, das dauert... Nee, nee, ich habe auf Eve... solche Räume habe ich mit Eve überhaupt... Oh ja. Ich hätte die erst generieren müssen. Aber so ist auch in Ordnung. So, oh ja. Das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Das ist ein sehr, sehr praktischer und guter Anfang. Okay. Ja. Schauen wir, was wir draus machen. Jetzt müssten wir vom Damage her ja schon ganz gut zurechtkommen. Die Tiersrate ist halt noch Mist. Aber für den Anfang ist der Damage schon mal sehr schön. Vor allem dafür, dass wir keinen Itemraum jetzt mitnehmen. Vor allem dafür, dass wir keinen Itemraum mitnehmen, ist das jetzt schon sehr vorteilhaft. Wir machen noch ein schwarzes. Okay. Mal gucken, ob wir irgendwann was bekommen. Wäre natürlich hilfreich. Im Moment haben wir effektiv gar nichts. Aber wir müssen uns ja diesmal nicht hetzen. Okay, hier gibt es auch nichts. Okay, das ist der Raum, der mich schon mal richtig gekillt hat. Oh mein Gott, ja. Das ist so ein scheiß Raum einfach. Da fällt mir nichts zu ein zu diesem Raum. Na gut, Augen zu und Boss. Nee, nicht so viele. Nicht so... Tschüss. Puh. Oh, nice. Schön viele Schlüssel für uns. Oh, der ist sogar dabei. Aber es nützt mir nichts, weil ich keine Bomben habe, ne? Also, wir hatten ja hier diesen einen Raum... mit dem Dings, aber ich habe keine Bomben, deswegen nützt es mir nichts. Richtig? Richtig. Komme ich nicht ran. Okay, schade. Aber gut, ist so.
Dann ist es jetzt sogar ausnahmsweise mal schlecht gewesen, dass ein goldener Schlüssel gespawnt ist, weil der jetzt nicht als zusätzlicher Schlüssel zählt. Da ist direkt, was wir wollen. Nice. Sehr schön. Okay, ich muss nochmal kurz nachlesen. Ich glaube, Merkur sorgt dafür, dass alle Türen offen bleiben. Das ist gar nicht mal so nice, weil ich dann immer das Problem habe, dass ich rauslaufe versehentlich. Also ich will eigentlich gar nicht, aber so kann man trotzdem dann ja Räume schnell durchlaufen. Also es ist auch wiederum gut. Und ansonsten ist es ein Speed-Up. Das ist beides. Also es ist ein Speed-Up und die Räume bleiben offen. Das ist es. Das macht Merkur. Wie gesagt, mit den offenen Räumen grundsätzlich gut. Weil man dann durchaus blöde Räume schnell verlassen kann. Aber hier zum Beispiel, den würde ich jetzt schon versuchen zu klären. Weil wenn wir gar keine Räume klären, kriegen wir auch gar nichts dafür. Und da gehen wir wieder hin, wenn wir zwei Schlüssel haben sollten. Ja, und Räume, die halt schnell zu klären sind, sollte man auch klären, weil sonst muss man wieder durchlaufen, zurücklaufen und so weiter. Ist dann auch wieder blöd. So, aber jetzt können wir schon die Itemräume mitnehmen. Das ist sehr praktisch. Dann haben wir nämlich kaum Verlust, was den Run angeht. Dann können wir die ganze Zeit mit der Ausrüstung rumlaufen, die wir auch normal hätten. Sehr, sehr schön. Okay, das ist jetzt ein eher nicht so praktisches Item, aber da wir im Moment noch keinen Spacebar haben. Und sollten wir aus irgendeinem Grund plötzlich ganz viele Münzen bekommen, ist es natürlich gut. Aber im Moment ist es nicht so gut. Ja, cool. Das ist jetzt aber zum Beispiel ein Raum, den ich schnell einfach verlassen möchte. Weil da will ich auch gar nicht mehr zurücklaufen. Wir werden keine zwei Schlüssel zusammenbekommen, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Da wäre der erste. Ja, und da ist schon der Raum vom Boss. Der ist allerdings zu, also da müssen wir den Raum vom Boss müssen wir klären. Okay. Oh, da ist der zwei. Oh, was machen wir jetzt? Es könnte halt ein guter Raum sein. Könnte auch ein beschissener Raum sein. Guter Raum. Guter Raum. Zwar nicht der beste Raum, aber... Oh! Okay, jetzt hat der Raum nochmal einen großen Vorteil uns gegeben. Jetzt müssen wir nochmal rumlaufen. So viele Pillen und es ist jetzt jedes Mal riskant, sie einzusetzen, weil wenn ich einen Tiers-Down bekomme, ist es richtig scheiße. Ein Tiers-Up wäre umso besser. Nein! Okay, wir wissen, wo Perks ist. Ganz wichtig, das nochmal zu finden. Okay, das beste Down, was wir hätten bekommen können. Shot Speed Down kann ich mitleben. Jetzt können wir natürlich auch den Shop besuchen, weil mit einem goldenen Schlüssel können wir natürlich den Shop besuchen. Das allerdings können wir jetzt nicht machen. Oh, dann kommt es nochmal ein blaues Herz holen. Okay. Okay, 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 okay. Dann haben die zwei Schlüssel jetzt schon eine doch größere Wirkung am Ende, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, ist egal. Als man eigentlich hätte... Nee, ich krieg den Satz nicht hin, ist egal. Scheiß drauf. Okay, mach dich weg. Mach dich bitte ganz schnell weg. Ja, du tust meinen Viechern leider ziemlich weh.
aber wir arbeiten dran. Okay, tschüss. So, jetzt wird's wieder. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Wir können ja ein paar Karten liegen lassen. Immer dran denken, dass wir Karten liegen lassen können, die wir später nutzen können. High Priestess Run. Was macht High Priestess mit Fragezeichen dran? Causes Mom's Foot to keep stomping down randomly for 60 seconds where Isaac is standing. Ja, nee. The Tower, okay. Two of Clubs, okay. The Empress, Fragezeichen. May your love bring protection. Was macht Empress, Fragezeichen? Gives 2 HP up and plus 5... Achso, nur für 16 Seconds. Okay. Dann behalten wir das aber mal. Also nicht behalten, sondern dann, ne, so... Oh, Chaos. War das die Karte, die man wirft? Die alles kaputt macht? Oh ja, das ist genau die Karte, die man wirft und die alles kaputt. Oh mein Gott. Will not kill Delirium or the Beast. Okay, also könnte ich es aber gegen Dings einsetzen. Ich könnte es gegen Dings einsetzen. Okay. Dann lassen wir die hier. Und nehmen wir die mit? Ich würde lieber Turf Clubs mitnehmen, bin ich ganz ehrlich. Und die sinnvoll dann auch einsetzen. Wir nehmen Turf Clubs mit. Den Rest lassen wir erstmal liegen. Ich denke, das ist okay. Gut, weiter. So. Dann lernen wir gleich mal die roten Herzen. Okay. Oh shit! Da kam einer raus, den habe ich nicht. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Der macht jetzt meine Viecher kaputt. Ah. Lief nicht so günstig. Nein, hör auf! Da kamen sogar zwei raus. Shit. Ja, das war blöd, weil jetzt einige, die, vor allem die Schwarzen habe ich verloren. Das ist blöd. Die sind stärker. Jo, Junge. Mach dich mal weg. Eieieiei. Okay, gib mir ein Herz. Dann halt nicht. Eieieiei. Kritische Momente hier. Ah, da hätte ich aber jetzt zum Beispiel, da hätte ich jetzt eigentlich mein Space-Item für nutzen können, um den Raum zu klären. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Aber man soll es halt vielleicht auch nicht übertreiben. Weil ich will ja das Geld vielleicht noch für was anderes nutzen. So, keine Ahnung. Okay, wir kümmern uns erst um den Wurm. So, Wurm ist weg. Dann um den da. Sehr schön. Da können wir gleich... Ich habe voll vergessen, dass der Weg, dass die Wege ja offen sind. Ich habe voll vergessen, dass die Wege ja offen sind. Okay. Dann kann ich gewisse Räume ja zum Beispiel doch recht gut skippen. Den vielleicht nicht gerade. Oh Gott. Das war jetzt nicht so geil, was ich gemacht habe hier.
Das war gar nicht so geil. Einmal ganz schnell Symptorium, bitte. Symptorium, dass wir die wieder haben. Das ist das Problem, wenn man anfängt zu skippen. Dass man dann... Okay. Dass man dann zu viel... dass zu viel Müll passiert dabei. Okay. Oh, jetzt hab ich schon wieder... Ah, ich... Okay, dadurch, dass ich jetzt... Ja, mit dem Tech-Ding werde ich die ganze Zeit so angreifen, dass ich... da muss ich aufpassen. Ich darf trotzdem nur... Ich muss... Ich da... Ah, shit. Okay. Okay. Kann ich mitleben? Oh, ich... Oh Gott, da stelle ich mich an das Feuer, ich Volltrottel. Eieiei. Mach hier wieder riskanten Shit, Mann. Ah. Und das ist blaue Herz, können wir uns leisten. BFF wäre natürlich auch richtig nice. Aber ich muss erstmal für meine Energie sorgen. Okay, das sollte jetzt aber passen mit dem Laser. Das sollte mir jetzt auch nicht in Bedrängnis kommen, dass die Viecher irgendwie kaputt gehen. Das sollte ganz gut laufen. Okay. Magician haben wir hier jetzt noch. Okay. Es ist halt die Frage... Nein! Scheiße! Ach, komm schon! Was ich mit meinem Turf Clubs mache. Ich könnte Turf Clubs nutzen und versuchen, die Maschine 6-mal zu sprengen, um an BFF ranzukommen. Ich könnte aber auch die Bomben für Geheimraumgeschichten nutzen. Wobei es eigentlich... Ne, hier nicht. Ah, dann ist er wahrscheinlich da, wo ich jetzt nicht mehr rankomme. Ja, okay, dann lassen wir das. Ja, wie viel... 6 Bomben. Es müssten mindestens 15 Münzen rauskommen. Das ist nicht so... Oh. Das ist ein bisschen riskant. Ja, scheiß drauf. Okay. Okay. So, ich solche Puls bitte öfter. Solche nicht. Und ich darf vor allem nicht das andere Item einsammeln. Oh, die Münze ist da ein bisschen zu nah dran an dem Item. Das gefällt mir noch nicht. Hm, ich dachte, okay, ich dachte jetzt, da kommt nur, es kommen nur 2 raus. Ich dachte, da kommt nur eine raus. Okay, das sollte hinhauen. Aber schaut euch mal an, wie viel... Ja, es haut hin. Aber schaut euch mal an, wie viel, Shit man verliert, wenn man dieses Ding sprengt. Das ist schon... Oh, ich wollte eigentlich das Herz kaufen, aber das, der Sack könnte auch ein Herz geben. Oh, Sun! Okay, Sun ist noch stärker. Ich will trotzdem das Herz noch versuchen zu bekommen. Jo, aber wir müssen ganz dringend mal wieder Geld einzahlen. Das ist... Ich habe den jetzt fast um die Hälfte schon geschreddert. In letzter Zeit. Das ist nicht gut. Na, das ist nicht so gut. Okay. Oh, nee. Oh, nee, der wird jetzt... Oh, der wird... Der wird jetzt böse Sachen mit mir machen. Oh.
Aber ich kann auch böse Sachen mit ihm machen. Der Laser schmeckt ihm gar nicht. Okay, sehr nice. Komm, Engelraum. Schade. Aber Hapiab ist auch schön. Hapiab ist auch schön. Gut. Dann gehen wir weiter. Sun im Gepäck ist auch eine sehr, sehr schöne und wichtige Sache. Jetzt kommt gleich ein großer Raum. Wenn der kacke ist, laufe ich da einfach dran. Ne, den machen wir. Das müsste hinhauen. Wenn ich da nicht zu nah an die rangehe, müssten die eigentlich ganz gut zu erledigen sein, ohne dass ich zu viel verliere. Und ich muss wahrscheinlich durch den zweimal durch, also den würde ich doch gerne geklärt haben. So, wir haben es auch gleich. Perfekt. Da war der Laser jetzt sehr nützlich. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich hier nochmal durch müssen. Ich denke, da war das ganz sinnvoll, das so zu machen. Auch den Raum würde ich gerne weghaben. Für den Fall, dass wir hier wieder zurück müssen eben. Auch das ein Raum, den wir durchaus spielen können. Das, was hier an Gegnern da ist, ist nicht so gefährlich. Dann kann man uns die Belohnung für den Raum auch mitnehmen. Wir brauchen dringend noch ein Tiersub. Sehr schön. Schlüssel. Gehen wir erstmal in den kleinen Raum daneben. Denn wenn es eine Sackgasse ist, kann ich direkt wieder raus. Es ist eine Sackgasse, ciao. Oder ist der machbar? Dann könnten wir ja die Belohnung mitnehmen. Doch, der sieht machbar aus. Der dürfte verlustfrei funktionieren. Nice. Dafür gibt's Geld. Sehr schön. So, was haben wir hier? Das ist eigentlich cool. Man kann so den Raum previewen und dann sagen, oh, nee, oh, probieren wir. Okay. Nein, lief nicht so, wie ich wollte. Besser. Okay, cool. Schön, 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 schön. Und dann sieht man nämlich gleich, wo die Gefahren in dem Raum sind. Das ist eigentlich cool. Mit diesem Merkur kann man sogar die ganzen Räume sich vorher anschauen. Und direkt wieder rausgehen. Vorausgesetzt halt, man läuft nicht komplett durch die Räume durch, sondern killt den Raum davor auch. Na, das ist natürlich klar. Oh, gefährliches Ding. Komme ich da ran jetzt? Gar nicht. Okay, dann lassen wir das. Oh, siehst du? Da kann ich jetzt nämlich zum Beispiel direkt nach da schießen und vielleicht schon den ersten mitnehmen. Dann in der Hoffnung den nächsten hier. Aber auch das wieder ein Raum, wo ich wahrscheinlich mehrmals durch muss. Dann würde ich schon versuchen, den auseinanderzunehmen. Okay. Oh je, oh je, oh je. Aber da müssen wir auch durch wahrscheinlich. Da müssen wir wahrscheinlich auch durch. Sind alles Gegner, ne? Es sind alles Gegner. Aber keine schlimmen. Die greifen nicht von selbst an. Die laufen einfach nur rum. Genau, das sind die weniger stressigen. Die mit dem Gesicht sind die kritischen. Oh, das ist auch mal cool, interessant, dass das mal so verbunden ist. Aber dann brauche ich den Weg vielleicht gar nicht zu gehen. Okay, das können wir einfach machen. Da passiert gar nichts. So, dann erstellen wir mal wieder ein paar neue Viecher. Okay, Bossraum. Den müssen wir dann sowieso machen. Und jetzt haben wir natürlich gerade wieder keine Bombe, aber genug Schlüssel. Also eine Bombe wäre jetzt natürlich praktisch.
Gut. Die Frage ist, wollen wir gleich den Boss... nein, wir wollen erstmal den Itemraum, würde ich sagen. Wir wollen erstmal den Itemraum ermitteln. Der muss dann ja da oben sein. Hier ist eine Sackgasse. Was ist in dem Raum los? Ich kann es ja mal von hier aus probieren und wenn es mir zu blöd wird, dann kann ich wieder rausgehen. Okay, nee, wird mir zu blöd. Okay, das heißt aber dann der Itemraum. Ah, ich verstehe. Das muss dann da runterwärts noch führen. Das muss dann da irgendwie noch runterwärts führen. Was ist das für ein Raum? Oh, lol. Okay, aber das Item, was da drin ist, ist jetzt nicht so, dass ich sage, da würde ich 5 Münzen für opfern. Klar, es kommen dann noch welche danach, aber ich habe nur jetzt 7 Münzen. Das nützt mir gar nichts. Ja, hier geht's dann hoch zum Itemraum. Das ist eine sehr interessante Aufstellung von Räumen. Das ist eine wirklich sehr interessante. Wir haben den Shop auch noch gar nicht gehabt. Je nachdem, wie weit es sich auflädt, kriegt man mehr raus. Also nehme ich jetzt lieber mit als das andere. Bedeutet aber jetzt natürlich auch, dass ich wieder ein Motiv habe, Dings zu machen hier, ne? Also aufzuladen. Oh! Ein Steam Sale wäre jetzt natürlich cool, weil es relativ früh für ein Steam Sale ist. Würde ich mitnehmen. Okay, kein Steam Sale, aber viel Geld. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Auch das, schöne Sache. So, was war jetzt das hier für ein Raum? Wenn da nicht nur irgendwie so ein Viech aus der Wand kommt. Oh nee, die killen mir das. Oh, die killen mir das komplett. Okay, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, es war doof. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass die mir das einfach wegkillen. Ja, okay, war blöd. Leider haben wir jetzt keine Bombe gefunden, ne? Jetzt kann ich mal noch gucken, ob wir jetzt im Moment die Möglichkeit hätten. Oh, jetzt wäre es natürlich... Aber na, da ist das Geld halt viel zu schnell weg und ich will eigentlich dieses... den Effekt, der da drin ist, jetzt gar nicht haben. Nee, kann mich nicht rein, okay. Dann lassen wir das. Curse Room ist mir zu risky. Geheimraum. Ah, ich habe keine Bomben. Okay. Dann gehen wir zum Boss. Vielleicht kriegen wir da ja noch eine Bombe. So, tschüss. Ein bisschen Angst. Blöde ist jetzt, dass ich Viecher erstellt habe und die eigentlich jetzt nicht zurückholen kann, weil ich dann rote Viecher verliere. Ah, da muss ich besser aufpassen. Ich darf nicht so viel produzieren. Das war schlecht, was ich da jetzt alles produziert habe. Okay, Holy Water oder Ding... Ah! Sind beides gute Items. Das Holy Water hilft halt schon, ne? Aber ich denke, ich nehme das mit. Denke ich, nehme schon das mit. So, dann Whisky. Ah, es war ein Tears Down, aber ein Damage Up. Ah. Naja. Naja, wir machen das Beste draus. Leider keine Bomben bekommen. Wollen wir den Raum da oben noch probieren? Auf die, mit der Hoffnung auf Bomben? Oh, lol! Ich trottel.
Ich absoluter Volltrottel. Okay, wir gehen. Wird zu riskant. Wird zu riskant, würde ich sagen. Okay. Wir haben sehr wenig Energie, deswegen muss ich da jetzt gut drauf achten. Was ist das denn? Was spawnt da? Nur Spinnen, oder? Ich muss an die Spinne nicht mal ran. Hör auf, die Kappe zu machen, aber ich musste irgendwie da durch. Oh, ich sehe da was. Wir brauchen dringend eine Bombe. Okay. Aber das ist eine Sackgasse. Will ich den Raum probieren? Oder bringt mir der Raum am Ende nur Nachteil? Eigentlich bringt mir der Raum keine Nachteil. Eigentlich müsste der Raum laufen. Yes. Oh, im Moment würde ich einen Schlüssel bekommen. Will ich nicht. Aber hier müssen wir hin zurück, wenn wir eine Bombe haben. Ist hier... Das Problem ist jetzt, ich sehe an Räumen nicht, ob Gegner kommen, wenn sie so leer sind. Es könnte jetzt so ein Wurm irgendwo rauskommen. So, da ist meine Bombe. Bin nur ein bisschen... Ah. Ein bisschen ängstlich, was jetzt das Ding da angeht. Oh, können die halten? Dass die dann nicht losziehen? So, kann ich den da... Ups. Ja, es wäre ein halbes Herz gegen das Ganze, ne? Oh, es hat funktioniert. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ich hatte echt Bedenken, aber es hat funktioniert. Sehr schön. Gut, wir gucken hier rein. Sollte doch machbar sein, oder? Okay, Hände sind weg. Nur noch Spinnen übrig. Das Tearstone ist halt eine Furcht. Also das Tearstone ist richtig furchtbar. Ich schieße kaum. Ich kann kaum schießen. Das fühlt sich richtig weird an. Also ich schieße wirklich so oft, wie ihr es gerade seht. Ich hämmer wie ein Blöder auf die Taste und ich schieße so selten. Es ist sehr, sehr... Sehr, sehr schlecht. Ich habe ja gar keine Friends. Den Raum mag ich nicht. Aber da werde ich wohl weiter müssen. Aber ich glaube, durch den Raum kann ich schnell durchlaufen, oder? Der ist in der Mitte, spawnt der, da gehen wir einfach durch. Ja, passt. Okay, den Raum muss ich sowieso spielen. Jetzt hoffe ich mal, dass mir... Okay, das machen wir jetzt mal. Wir haben 3 Luck, also eigentlich müsste da ordentlich was rauskommen. Okay, vielleicht machen wir das nach dem Itemraum. Nee, ich will das schon gerne weiter aufladen. Wow, eine Bombe. Okay, vielleicht warten wir erstmal auf den Shop. So viel Geld ausgegeben für nix. Okay, auch hier kann ich relativ schnell durch. Das Problem ist, ich kann... Wobei, doch, kann ich schon. Ich kann auch hier die Räume mir vorher angucken. Okay. Ich kann auch hier die Räume mir vorher angucken. Dann müssen wir sowieso nicht weiter. Okay, der Raum ist... Aber es kommen nur die Viecher.
Meinst du, es ist eine weitere Aufladung? Im Moment gäbe es jetzt ein blaues Herz. Okay, da kommt der Shop. Und Brimstone-Viecher oben an der Wand. Und Geister unten. Ich will aber in den Shop rein. Also hier müssen wir irgendwie durch. Ah, sind gar nicht die Brimstone-Viecher. Ah, ich habe fast alles verloren. Ich hoffe, der Shop ist es wert. Ich hoffe, der Shop ist es wert. Im Moment gäbe es ein goldenes Herz für die Aufladung. Der Shop ist es nicht wert. Ja. Okay, jetzt habe ich das dann eingesetzt. Es sollte eigentlich Symptorium werden, aber gut. Jetzt gäbe es im Moment den goldenen Schlüssel, den haben wir schon. Was gibt's, wenn man voll aufgeladen hat? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es aber gleich herausfinden. Ja, jetzt habe ich das Sand natürlich eingesetzt. Jetzt müsste ich einige rote Dinge eigentlich erstellen können wieder. Aber blöd, wollte ich nicht. Das wollte ich so tatsächlich nicht. Ciao! Nee, den Raum machen wir nicht. Den Raum machen wir nicht. Wir können andere Räume zum Aufladen nutzen. Oh, da kommt eine Bücherei. Da kommt eine Bücherei. Sehr cool. Den Raum hier können wir gerne skippen. Hier, den Raum muss ich spielen, wenn ich in die Bücherei will. Aber der Raum sollte auch machbar sein. So, es gibt die goldene Bombe, wenn man fast voll hat. Okay. Die goldene Bombe wäre ja schon... Kann ich das... Steht es auch in Dings, was es gibt? Dann würde ich es kurz nachlesen, weil die goldene Bombe wäre ja schon was. Die goldene Bombe wäre ja schon sehr geil. Dann würde ich einmal kurz nachlesen, was das Höchste ist. Weil wenn das Höchste vielleicht nur ein... nur in Anführungszeichen ein Eternal Heart ist, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dann würde ich die goldene Bombe jetzt bevorzugen. Wo ist denn dieses Item? Ich sehe es gar nicht. Wo ist denn das? Oh je. Oh je, wo gehörst du dazu? Ich dachte jetzt, ich finde es so schnell. Aber Pustekuchen. Bist du ein Repentance-Item? Bist du seit Repentance jetzt erst neu oder was? Das ist doch so, das muss doch so leicht zu sehen. Das ist doch so groß eigentlich. Müsste man das nicht sofort sehen? Ich weiß halt leider überhaupt nicht, wie ich das jetzt mit der Suche finden soll, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie es heißt. Ja, moin. Ich find's nicht. Okay, ich geh mal zu den Afterbirth-Items. Da ist es auch nicht. Afterbirth-Plus-Items. Ich seh's nicht. Ach, komm schon, ey. Das ist ein Glas mit einem blauen Deckel drauf. Das muss mir doch auffallen. Ich hasse das, wenn ich so blind bin. Und immer Items suchen muss. Hä, wo ist das denn? Soll ich mal Glas eingeben? Hat das irgendwas mit Glas im Namen gehabt vielleicht? Gott, wie heißt der Quatsch denn? Ich könnte mal Active... eingeben. Es ist ja ein Active-Item. Dann dürft es mir zumindest die Active-Items aussortieren. Ich glaube, das probiere ich mal. Ich gebe mal Active ein. Ja, okay. Jetzt bleiben Active-Items übrig. Da ist es!
Everything Char heißt das Ding. At the full 12 charges, a completely random effect will happen. It can be anything, including spawning a bunch of consumables, spawning a glitched pedestal item, creating a bunch of light beams, spawning troll bombs, or nothing. Dann würde ich doch jetzt eher echt die goldene Bombe nehmen, weil damit können wir hier ziemlich viel machen. Ne? Zum Beispiel Gegner spawnen, die wir nicht wollen. Das geht natürlich auch. Aber doch, also goldene Bombe in der Geschichte hier fühle ich schon. Auch wegen so Dingsraum, ne? Ihr wisst Bescheid. Also wir bleiben jetzt in der Ebene eine Weile, es tut mir leid. Hat es ihn gerade verletzt? Normalerweise verletzt es die doch nicht. Nicht doof? Was wollte ich gerade sagen, gucken, machen? Ich will gucken, wo wir sind. Nekropolis 1, okay. Ja, gut. Hat sich jetzt ausgelöst. Das, war dann das. Leider werden wir noch nicht zu einer Verwandlung, weil es nur zwei Bücher waren. Okay. Aber gehen wir erstmal zum Boss. Was heißt, nee, wir gehen nicht erstmal zum Boss. Blödsinn. Okay, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich das vernünftig mache. Jetzt habe ich ein bisschen Bedenken, dass das doch denen irgendwie wehtun kann. Weil irgendwie hat es den Blauen weggezündet. Der ist weg. Der Blaue ist weg, ne? Oh, shit! Ah, ich krieg nichts raus! Ach so. Wait, es wird nur ein Geheimraum angezeigt, ne? Wo ist denn dann der andere? Wird der nicht angezeigt? Ist da irgendwas kaputt gegangen? So, aber hier komme ich jetzt rein. Dann können wir auf jeden Fall das hier machen. Ah, wir müssen spielen gehen. Richtig, wir müssen spielen gehen. Und ich kann jetzt auch den Kollegen hier einmal sprengen. Für höhere Chance. War hier noch was? Nein, okay. Ich könnte höchstens das hier gucken. Okay. Wäre auch relativ weit weg, als hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können. Aber man muss es ja ausprobieren. Gerade wenn man jetzt halt... Ach, da war nichts weiter. Mist, stimmt. Okay. Also das Ding ist halt, wenn zwölf Aufladungen auch am Ende nichts bedeuten können, dann ist es mir doch fast lieber, auch mal die goldene Bombe mitzunehmen. Selbst wenn es am Ende vielleicht nur einen oder zwei Nutzen hat. Aber jetzt haben wir viel Glück sogar. Jetzt müsste es ja noch effektiver sein hier. Komm, blaue Herzen. Irgendwas. Nehmen auch rote Herzen erstmal. Danke. Pretty Fly. Komm, Pretty Fly. Oh, nee. Das war ein kurzes Vergnügen. Für euch zum Glück, für euch war es zum Glück gut. Ihr mögt es ja nicht so. Verständlich, weil es halt Zeit kostet. So. Ich will den Raum eigentlich nicht machen. Ich würde aber gerne gucken, was da oben. Komme ich da schnell hoch? Ohne Probleme. Kann da mal schnell reingucken. Ob da ein blauer Stein irgendwo ist. Sieht aber nicht so aus, ne? Nee, hier ist auch kein blauer Stein. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Nee. Okay. Es könnte zwar ein Crawlspace-Stein sein, aber da werde ich jetzt nicht riskieren, Räume zu machen.
Das ist dann auch irgendwo Quatsch. Den Typ brauche ich nicht sprengen, das habe ich schon 5-mal versucht. Das ist nicht gut gegangen. 5-mal ist leider untertrieben. Ah, ich muss ja gar nicht spielen. Ich muss ja gar nicht spielen, den Raum. Scheiße, ich bin dumm. Ich muss den Raum hier, den muss ich spielen. Oh, das ist frech. Die sind so schön eingebaut. Aber das haben wir gleich, Freunde. Ihr seid gleich aus eurer komfortablen Blase befreit. Scheiße. Ah, das war schlecht. Was ist das denn? No more spikes ist geil. Das fühle ich. Wait! Dann müssen wir jetzt nochmal zurück. Dann müssen wir jetzt unbedingt nochmal zurück. Ihr wisst genau warum. Wir müssen nochmal zurück. Okay, durch den Raum komme ich durch. Ah, ich bin zum Glück sehr schnell. Das ist sehr praktisch. Deswegen kriegt man wahrscheinlich auch ein Speed-Up dazu, zu dem Merkur-Dings. So, weil hier sind jetzt keine Stacheln mehr. Wenn er mich jetzt natürlich trifft, ist es wieder Quatsch gewesen, aber ich wusste nicht, was hier drin ist. Und so war es jetzt aber kein Quatsch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön und sehr wichtig. Mama. So. Dann erstellen wir jetzt so viele Viecher, wie wir, ja, rote Herzen haben. Mal gucken. Sobald der erste farbige kommt, höre ich auf. Okay. Ah, ich würde natürlich gerne den Store Credit, aber wir haben so viel Geld. Dann nehme ich lieber das No Spikes Ding mit. Das ist deutlich nützlich am Ende. Am Endeffekt ist das deutlich nützlicher. Leider habe ich das Sun jetzt verbraucht, aber was soll's. Oh, neues No Spike sorgt auch dafür, dass die Dinger weg sind. Das habe ich gar nicht gerafft. Das ist ja noch geiler. Oh, Hilfe. Okay, HP ab. Aber wir haben schon alles aufgebraucht, deswegen kann ich es auch einfach nehmen. So, dann, ich weiß aber nicht, ob jetzt hier noch... Hier kann kein Qualspace sein, ne? Das glaube ich nicht. Gut. Dann haben wir alles und gehen weiter. Und sehen jetzt hoffentlich wieder unsere Energie. Das ist nämlich ein bisschen kritisch, keine Energie zu sehen. Ganz wichtig jetzt auf jeden Fall, wieder den Markt-Skelettkopf zu finden. Haben wir eigentlich Bild? Haben wir, okay. Gut, ah, das ist meine Energie, alles klar. Gut, nicht so viel, ne? Nicht so hoch, aber machbar. So, hier kommen die Viecher. Die Stacheln in der Mitte sind vorbei. Und da ist der Curse Room. Wir müssen auf jeden Fall den Raum spielen. Ich muss den Curse Room haben. Weil jetzt kann ich da ja umsonst rein. Das ist super gut. Okay, sehr schön. Jetzt habe ich keine goldenen Bomben mehr, ist klar. Aber wenn wir das wieder voll aufladen, hätte ich wieder goldene Bomben. Jo, auf die Art und Weise kriegt man die ganze Zeit goldene Bomben. Das ist ja voll gut. Okay, vorsichtig. Passage. Und Change. Okay, einmal Passage probieren. Qualspace? Wahrscheinlich nicht. Kein Qualspace, dann lassen wir das. Und dann haben wir einmal Change noch dabei. Sehr schön. Wenn uns das Item nicht gefällt, können wir es rerollen. Okay, der Raum ist kacke. Da ist nichts drin. Da wollen wir gar nicht erst rein. Also da ist schon was drin. Aber nichts für... Okay, da müssen wir rein. Aber die... Oh, das sind so viele Brimstone-Viecher, die werden mir meine Dinge jetzt wieder reduzieren. Wir warten erstmal.
Okay, aber der Raum ist zum Beispiel komplett nutzlos. Da ist auch nicht der wichtige Totenkopf dabei. Wir müssen also nach unten. Wir müssen hier nach unten. Okay. Ah, verdammt. Ich könnte schnell durchrennen versuchen. Oder ich versuche halt strategisch zu spielen. Schnell links und rechts erledigen. Geht das? Haut das hin? Wir können es probieren. Na? Na? Ich würde mal sagen, es hätte schlechter laufen können. Aber gut lief es jetzt auch nicht gerade. Also gut lief es definitiv nicht, aber es hätte schlechter laufen können. So, was haben wir jetzt hier für einen Raum? Okay, da kommt direkt der Item. Oh, gar kein gefährlicher Raum. Auch kein Wurm, der aus der Ecke irgendwo her springt. Cool. Dann können wir hier einmal aufmachen und eine Bombe setzen, die dann alles wegmacht. Shit! Sag ich, seit wann sprengen denn meine Bomben die Viecher? Ich dachte, das machen die nicht. War da nicht mal irgendwann was, dass das nicht passiert ist? Ich bin echt verwirrt, ne? Lol. Ja, dich brauche ich jetzt leider nicht mehr. Dich brauche ich jetzt leider nicht mehr. Oh. Das ist natürlich auch kein schlechtes Item. Aber ich würde fast eher das hier bevorzugen weiterhin. Muss ich gestehen. Okay, sehr gut. Sehr wichtig. Ach lol, man kann auch keinen Sacrifice Room mehr machen, wenn man das Item hat. Das Trinket. Ich meine, ich kann es ablegen, dann kommt der wahrscheinlich sofort wieder. Aber ja. Würde man das eigentlich sehen? Like, kommen jetzt die Stacheln einfach wieder raus? Okay, bei den Steinen nicht. Die in der Ecke habe ich gar nicht realisiert. Huch, okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Vor allem, ich stand gerade da drauf. Das hätte ja... Oh mein Gott, das wäre ja voll schief gegangen. Ich habe das nicht gesehen. Da hätte ich mich aber jetzt mega geärgert, wenn das so passiert wäre, wie ich das mir gerade gedacht hätte. Okay. So, dann können wir changen. Dafür habe ich es ja mitgenommen. Oh, dann nehmen wir das doch mit. Schöne Geschichte. So. Entschuldigung. Die Karte. Würde ich jetzt mal hier hinlegen. Dann kriegen wir die auch wieder. Und den können wir jetzt einfach mal einsetzen. Oder auch nicht. Geht's hier nicht weit? Hä? Müsste da nicht hier so ein rotes Ding auftauchen? Habe ich das falsch verstanden? Hier taucht so ein... Ah, dann ist da drüben die Map zu Ende, oder was? Okay. Ich denke, ich kann reingucken und auch wieder rausgucken, wenn es nichts ist. Ich denke, ich kann das sofort wieder rausgucken. Okay, ist nicht... Ich kann nicht rausgucken! Wieso darf ich nicht wieder raus? Das ist ja frech. Dachte, ich darf wieder raus, weil Merkur. Okay, das zählt dann als bleibt zu. Okay, das zählt dann als bleibt zu. Na gut, aber es hat mir einen Nutzen gebracht. Well. Aber das war ja, hätte ich nicht gemacht, wenn ich das gewusst hätte, dass das so passiert. Okay, kann ich mir alles holen? Sehr angenehm. Jetzt kriege ich auch ein blaues Herz wieder dazu. Also ich denke, bis zu wie viel Auflandung das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, so 9 auf... Aber will ich die Bomben vielleicht mir trotzdem wiederholen erstmal? Müssen wir uns mal überlegen.
So, hier ist auf jeden Fall der Totenkopf-Dings und ein blauer Stein. Deswegen müssen wir den Raum spielen. Sonst habe ich hier gleich Probleme, da klarzukommen. So, aber jetzt aufpassen mit den Bomben, dann müssen wir doch weg. Aber ich dachte irgendwie, ich habe mir eingebildet, dass es nicht der Fall war. Dass das denen nichts gemacht hat, die Explosion. Irgendwann mal. Ach, keine Ahnung. Gut, dann wird es hier zum Boss weitergehen. Okay. Wir haben aber keine roten Herzen, die hier rumliegen, also ist das jetzt eine ganz schlechte Idee. Andererseits könnt ihr ja über Sumptorium den wieder aufladen. Hä? Moment, wie viel habe ich hier? Ich hab die vier Herzen, die hier sind, ne? Ich könnte alle vier Herzen opfern und könnte sie komplett wieder aufladen über Sumptorium. Dann gucken wir mal, was noch so passiert in der Ebene. Nicht, dass die noch auf andere Art und Weise verschwinden. Okay, mit zwei Aufladungen müsste ich eigentlich die goldenen Bomben bekommen. Nice. Ich dachte gerade, ich mache wieder kompletten Müll. Also es war auch fast kompletter Müll, aber dann doch nicht so ganz. There we go. Sehr schön. Oh ja. Das ist für meine Situation tatsächlich fast noch ein besseres Trinket. Wobei ich die... Ah, das jetzt aber... Nein! Das ist jetzt aber echt eine schwere Entscheidung. Dang it, weil wenn ich jetzt auf die... Oh nein. Können wir so eine Gallpille bitte finden? Die Stacheln, dass die weg sind, ist eigentlich schon fast besser, ne? Dass die Stacheln weg sind, ist, glaube ich, schon am Ende effizienter. Würde ich fast behaupten wollen. Boah, aber das ist jetzt schon schwierig. Das ist jetzt schon schwierig, ne? Shit. Na, hier waren nur so Dinger drin. Was war? Ach, da oben war dieser Brimstone-Kack. Dann haben wir sogar, also dann haben wir eigentlich jetzt rückwirkend... Ah, nee, ich hab da habe ich noch einige Steine zum Sprengen, genau. Ah, kein Qual-Space dabei. Schade. Ach so, da kann ja gar nichts sein, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Kann man so? Kommt mir aber gerade. Sollte hier der Geheimraum gewesen sein, was jetzt nicht war, aber hätte der hätte ja hier trotzdem sein können. Kann man dann auf die Art und Weise vielleicht sogar abklären, wo er ist, beziehungsweise wo er nicht. Da ist der Shop. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Mach dich weg. Boah, unsere Tiersrate ist echt nicht nett. Ganz freundlich ausgedrückt ist unsere Tiersrate echt nicht nett. Da ist, was ich suche. Und das war's auch wert. Denn jetzt können wir hier schön rerollen, bis ein brauchbares Item kommt. Das wäre eigentlich schon eine Idee. Bevor was noch Schlechteres kommt, würde ich das nehmen. Wie seht ihr das? Bevor was Schlechteres kommt, nehme ich das. Bitte kein Kampf. Wir haben schon einen gesprengt, oder? Ah, ich habe ja eh die Trollbombe. Die Trollbombe, sag ich schon. Die goldene Bombe. Passt also.
Warte, wenn ich das jetzt kaufe, ist er auf 12, richtig? Jetzt kommt irgendein Random. Ah, oder sehe ich sogar, was kommt? Ist das jetzt das verglitschte Item? Ist es jetzt so ein verglitschtes Item, was jetzt kommt, oder wie sehe ich das? Oh. Ach so, man... Ah, okay, ich verstehe. I see. Okay, I see. Das ist dann natürlich nicht so cool jetzt gewesen. Okay. Ja, ich verstehe, wie das funktioniert. So. Das Herz lassen wir mal noch Herz sein. Ich bin so doof, ne? Aber hier sind jetzt auch ganz viele Herzen. Okay, ja, okay, alles klar. Alles klar, wir machen's, wir machen's. Das sollten jetzt genug Herzen sein. Das sollten jetzt wirklich genug Herzen sein, dass wir hier an ihm was bekommen können. Das sollte laufen. Kann es sein, was ich mich gerade frage? Kann es sein, dass durch BFF oder so vielleicht die Viecher so eine die Unverwundbarkeit gegenüber Bomben verloren haben? Weil ich kann mich nicht erinnern, also wirklich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so war, dass die Explosions gegenüber Explosionen anfällig waren. Ich kann mich daran echt nicht erinnern. Die waren gegenüber Explosionen nicht anfällig. Das verwirrt mich brutal. Dass die jetzt bei Explosionen so komisch sind. Die roten. Das verwirrt mich total. Ich dachte, die können nicht getroffen werden von Explosionen. Aber ich habe mich da wohl getäuscht. Emperor Fragezeichen. Das war dieses Ding, was mich zu einem Extra-Boss bringt, ne? Da bin ich jetzt aber diesmal, glaube ich, sicher, dass ich mir das richtig gemerkt habe. Emperor Fragezeichen bringt mich zu einem Extra-Boss. Genau. Drops a boss item as normal. Room isn't part of the actual floor and leaving it returns you to where you teleported from. Können wir also machen. Können wir machen. Temperance braucht man nicht. Okay. Dann sollen wir direkt mal uns teleportieren zu dem Extra-Boss? Wir probieren es mal aus. Wir haben es noch nie gesehen. Ich will es jetzt mal sehen. Wenn ich drauf gehe, dann ist es so. Wenn ich jetzt bei diesem Boss, wer auch immer kommt, den Löffel abgebe, dann habe ich Pech gehabt. Ach du Scheiße! Ich habe schon mit was Einfacherem gerechnet. Oh mein Gott. Das ist jetzt gar nicht gut. Mann, wir sind viel zu schwach. Wir machen jede Phase jetzt durch von ihr. Oh mein Gott. Ich habe schon auf was Freundlicheres gehofft als Bosskampf, aber okay. Jo, aber es kriegt ne, ich krieg ein HP ab dafür. Oh mein Gott.
Aber das ist insgesamt jetzt nicht so ganz das, wie ich mir das erhofft hatte. Oha. Shish. Das, ja. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, den Raum müssen wir machen. Ey, wir sind... Aber, also wenn ich jetzt sehe, wie das gerade lief, dann muss ich sagen, wir sind für Mom, glaube ich, nicht gut ausgerüstet. Was tue ich hier? Ja, das geht schief. Das geht schief. Ich hol mir. Nee, kann ich nicht. Ich muss mit Fool rein. Ich wollte gerade sagen, ich hol mir Empress. Kann ich nicht. Ich muss mit Fool rein. Ich habe keine weitere Chance. Oh mein Gott, das geht so schief. Oh Gott, das geht schief. Mist. Ja, die geht leider zu schnell weg, dass die Bombe explodieren kann. Bei ihr! Mann! Ah, jetzt schieße ich wieder zu schnell, weil ich jetzt... Ah, jetzt habe ich wieder generiert. Scheiße. Jetzt habe ich wieder Viecher generiert. Oh, Junge! Ah, das wird nix. Diese niedrige Tiersrate ist eine furchtbare Katastrophe. Oh, shit! Okay, wir haben... Was haben wir gelernt? Wir haben dieses Glas gelernt. Das hatte ich zwar schon öfter, aber so richtig eingesetzt habe ich es noch nie. Ich habe jetzt gelernt, dass man damit sehr schnell goldene Bomben bekommen kann. Das ist sehr praktisch. Das muss ich mir merken, dass mir dieses Ding praktisch goldene Bomben liefern kann. Und ich damit dann schön... Gerade in so Räumen, in so Ebenen mit vielen Totenköpfen... Hier hatte ich jetzt echt Pech, dass da nicht so viele Totenköpfe waren. Das hätte deutlich besser laufen können. Und wir haben Emperor-Fragezeichen genutzt. Das war ein Fehler. Das war ein böser Fehler. Ich habe das nicht gewusst, dass man da... Also, ich habe schon gewusst, dass es jeder Boss werden kann. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt auf It Lives einfach treffen. Ja, gut. Cooler Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.